Heute dreht sich alles um meine Märchenbücher und Märchenadaptionen und auch so ein paar, ich sag mal, historische Romane. Ich bin ja nicht so der Historik-Fan. Und wenn euch interessiert, was ich zu dem Bereich alles so im Buchregal stehen habe, gelesen im Buchregal stehen habe, dann bleibt dran, dann seht ihr die Bücher jetzt gleich im Video. Geht's mit dem nächsten Teil. Ich hoffe, es ist jetzt gerade nicht zu dunkel, aber viel gibt es hier eigentlich eh dann immer nicht zu sehen, weil das ist das schmale Regal. Und hier haben wir auf jeden Fall eine Reihe, die darf auch mein Haus nie verlassen, weil ich die irgendwann mal lesen möchte wieder. Und zwar ist es die Sookie Steakhouse-Reihe von Charlaine Harris. Das war so meine Nach-Twilight, so meine erste Vampir-Reihe. Und es kam so zustande, dass es damals die erste und die zweite Staffel von True Blood gab. Und ich mir die halt angeschaut habe, weil ich so auf diesem Vampir-Hype halt damals war. Und dann hat das mit einem Cliffhanger geendet. Und dann habe ich mal gegoogelt und dann bin ich draufgekommen, hey, dazu gibt es ja eine Buchreihe. Und ich habe die alle gelesen. Ich habe wirklich jedes einzelne gelesen. Dass jetzt hier die ersten drei Bände anders sind, das liegt einfach daran, dass halt die Filme dann oder die Serie rauskam. Die Serie habe ich nicht weiterverfolgt nach der zweiten Staffel. Ich glaube, ich habe in die dritte nochmal reingeguckt, aber dann nicht mehr weiterverfolgt. Die Bände habe ich alle gelesen und geliebt. Was ich nicht so geliebt habe, war Stummer Zorn, das kann jetzt hier auch ausziehen. Es ist jetzt auch mittlerweile das dritte Buch von Charlaine Harris, das mich dann nicht mehr begeistert hat. Anscheinend war für mich jetzt, für meinen Lesergeschmack, nur die Vampirreihe so ein Glückstreffer. hier hat sie nämlich ihre eigene Missbrauchs- und Vergewaltigungsgeschichte verarbeitet. Da ging es eben darum, dass ein Vergewaltiger in so einem Studenten, also rumgeht und, glaube ich, vor Studenten keinen Halt macht. Und die Protagonistin in dem Buch lässt sich das wohl irgendwie nicht gefallen. Ja, genau, kann ausziehen. Dann haben wir hier Good Dreams von Claudia Pietschmann. Wir kaufen deine Träume. Ich lese doch gerade irgendwas von Claudia Pietschmann, was mir richtig gut gefallen hat. Das glaube ich, das ist die Dornröschen-Reihe oder so. Ich weiß nicht. Irgendwas lese ich gerade von ihr. Und das ist auch wieder so eine Science-Fiction-Reihe. Wo man Profiträumer ist und sein Geld damit verdienen kann. Da gibt es auch eine Rezension auf YouTube davor, also von mir. Hat mir gut gefallen, aber irgendwie hat es mein Gedächtnis wieder verlassen. Ich glaube, ich habe dem 4 Sterne gegeben oder so. Ich glaube, das hat mir wirklich richtig gut gefallen. Da ging es um Zwillinge. Der eine ist Profitrainer und die andere soll aber träumen, weil sie besser träumen kann irgendwie als der andere. Und das geht halt natürlich mal wieder nicht gut aus. Also wie gesagt, mir hat es echt gefallen. Also da bin ich mir sicher. Aber kann mein Haus mal verlassen. Ich möchte es nicht nochmal lesen. Welche Reihe? Also dieses ganze Regal darf auch ausziehen. Fangen wir erstmal hier an. Im Zauber der Sirenen ist ein Fantasy-Buch, in dem es auf jeden Fall um die Legende der Sirenen geht. Und die Legende der Sirenen, die hat mir ja immer wahnsinnig gut gefallen. Also wo Meerjungfrauen eben das Singen anfangen, ne? Also die Sirenen, und dann Seemänner so eben in den Tod locken. Und darum geht es halt auch hier in dem Buch. Das habe ich auch echt schon lange. Also das ist im Endeffekt so eine Adaption von dieser Legende. Hat mir damals gut gefallen, würde ich aber nicht nochmal lesen wollen. Und dann haben wir hier meinen ersten Wolfgang Holbein, und zwar Drachenfeuer.
Und es gibt ja von Holbein, also jetzt für meinen Lesergeschmack, gute Bücher und langweilige Bücher. Und das habe ich mal, ich glaube, da bin ich noch zur Schule gegangen. Das ist, weiß ich nicht, das ist 15 Jahre her oder so, habe ich das mal zum Geburtstag gekriegt und das hat mir echt gut gefallen. Das waren so meine ersten Anfänge in das Fantasy-Genre. Für den 12-jährigen Chris öffnet sich hinter einem Wasserfall plötzlich ein Bronzetor und dahinter entdeckt er ein von Fabelwesen bevölkertes Land. Also ich weiß, dass mich das damals sehr, sehr begeistert hat und dass es deswegen hier auch noch wohnt. Das ist so Nostalgie, aber ich möchte jetzt nicht mehr aus nostalgischen Gründen Bücher aufheben, die ich sowieso nie anrühren werde. Deswegen kommt auch das weg. Dann habe ich hier die komplette, nee, nicht die komplette, das ist gelogen, das stimmt einfach nicht. Aber ich habe hier die Chronik der Unsterblichen Band, die ersten 10 Bände, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10 Bände. Aber eigentlich sind es 9 Bände und ein halber Band dazwischen. Das Ding ist der, die ersten 3 Bände, das sind die, haben mir richtig gut gefallen. Die habe ich auch schon oft gelesen. Also vor allem am Abgrund habe ich schon 3 oder 4 Mal gelesen. Hier geht es nämlich um, es ist eine sehr düstere Vampirgeschichte, eine sehr ernsthafte Vampirgeschichte. Und hier geht es um André, der sich, der eben zum Vampir wird und das irgendwie gar nicht so richtig begreifen kann. Oh, ich sitze hier gerade so unbequem, ich kriege gerade... Au. Der das gar nicht so richtig begreifen kann und eben auf der Flucht ist und so zum Teil auf der Flucht und zum Teil auf der Suche nach Wahrheit und unterwegs trifft er auf Abodun, der ein abgehalfterter Pirat ist und irgendwie freunden die beiden sich an und ja, sie treffen auch auf Werwölfe und es ist spannend und es ist richtig gut. Die ersten 3 Bände sind toll. So, dann hat man hier 1 oder 2 Bände, die unfassbar langweilig sind. Das ist hier der Untergang und die Wiederkehr. Ich habe sie dann trotzdem gelesen, aber ich habe dann beim 4. abgebrochen. Und dann musste ich bei Band 1 dann wieder anfangen dann irgendwann, um wieder da reinzukommen. Und bin dann immer so einen Band weitergekommen quasi. Und ja, dann gab es hier, glaube ich, das ist der halbe Band mit diesen Geschichten nämlich nur, ja. Auf jeden Fall hat die Reihe so ihre Höhen und Tiefen. Du hast immer mal so einen Band dabei, der wieder richtig gut ist. Und dann geht es einfach immer nur langweilig und langweilig und langweilig weiter. Und deswegen, ja, ich bin mir nicht sicher, wie viele Bände es mittlerweile davon gibt, wie lange die fortgesetzt wurde. Aber die dürfen jetzt hier wirklich auch alle ausziehen. Ich denke, ich werde es ins Buchregal stellen, weil ins Öffentliche. Weil ihr das Video seht, möchte ich eigentlich die Bücher hier alle schon loshaben, die ich ja gerade aussortiere. Und ja, dann haben wir Harry Potter. Zu Harry Potter muss ich, denke ich, jetzt nicht mehr so viel erzählen. Der Junge, der im Wandschrank wohnt von bei seinem Onkel in so einer unter der Kellertreppe. Und seine Eltern, die sind verstorben. Sein Onkel, die Muggel, die wollen von ihm nichts wissen. Und ja, Harry Potter weiß gar nicht, dass er Muggel ist, beziehungsweise weiß er gar nicht den Unterschied zwischen Muggel und Zauberer. Und ja, eines Tages an seinem Geburtstag kriegt er eine Einladung nach Hogwarts. Wir warten ja alle noch auf unsere Eule. Und ja, dann darf er nach Hogwarts gehen. Ja, ich zeige euch mal, ich habe die Uraltausgaben. Ich hätte gern diesen neuen Schuber, der... erschienen ist, aber ich habe keine Rechtfertigung dafür, weil ich habe ja, da ist ja der gleiche Text drin, wisst ihr, wie ich meine? Ich habe keine Rechtfertigung dafür, mir einfach mal eben für 130 Euro einen neuen Schuber zu holen, auch wenn er wunderschön ist, meiner Meinung nach. Aber vielleicht kann ich mir ja die Schmuckausgaben so nach und nach gönnen von Harry Potter. Dann habe ich hier noch das Zaubererhandbuch, die magische Welt der Joanne K. Rowling von A bis Z. War mal so eine Flohmarktgeschichte. Kann ausziehen, weil das ist jetzt nichts Spannendes. Und eine Etage höher geht es dann weiter mit meinen Märchenadaptionen und Märchenbüchern, die zum Teil auch ausziehen dürfen. Das ist 1001 Nacht, weil ich nämlich mit diesen Geschichten irgendwie einfach nicht warm werde. Ich habe immer wieder damit angefangen. Und ich finde, ich habe mir unter Aladdin und 1001 Nacht und diesen ganzen Orient-Geschichten
wirklich mehr vorgestellt, mehr erhofft, als ich hier bekommen habe. Und jetzt ist hier die Postkarte im Weg, die nimmt hier das ganze Licht. Dann habe ich hier eine Gesamtausgabe der Grimms Märchen, die liebe ich, meine allererste Märchenbuchausgabe. Dann eine dunkle und grimmige Geschichte. Das ist so eine Hänsel- und Gretel-Geschichte, auf düster gemacht. Sie ist auch immer so kommentiert, warum, wieso und weshalb sich da irgendwas vom Original unterscheidet. Und wir treffen eben auch auf andere Märchenwesen. Ja. Dann mein allerliebstes Lieblingsmärchenbuch ist Die Braut des Prinzen. Das habe ich euch auch schon so oft in die Kamera gehalten. Die Brautprinzessin heißt das Buch, Die Braut des Prinzen heißt der Film. Film und Buch sind hier total identisch. Es geht nämlich um Buttercup und Buttercup ist die Tochter halt von einem gut situierten Farmer und sie verliebt sich in Wesley, den Stallburschen, oder sie verlieben sich ineinander und er zieht halt aus, um halt Geld zu machen, damit die beiden sich halt heiraten können. Und irgendwann erreicht sie die traurige Kunde, dass der grausame Pirat Roberts ihn eben getötet haben soll. Und ihr bricht halt das Herz und ja, schweren Herzens wird sie halt dem ekelhaften Herzog Humperding versprochen, der sich eine Frau aus dem Volk aussucht und keine Ahnung. Es ist ein so tolles Märchen, ich liebe es, ich liebe es. Dann von Gabriela Engelmann, die dürfen jetzt dann auch mal ausziehen. Ich habe sie alle gelesen. Das sind 5 Märchenadaptionen, die ganz süß waren, aber jetzt, ich kann damit nichts mehr anfangen irgendwie. Und zwar Küss den Wolf, Goldmarie auf Wolke 7, Cinderella Undercover, 100 Jahre ungeküsst und weiß wie Schnee, rot wie Blut und grün vor Neid. Also Schneewittchen, Dornröschen, Cinderella, Frau Holle und Rotkäppchen. Das sind ganz, ganz, ganz moderne Adaptionen. Es sind so Jugendgeschichten, so niedliche Jugendgeschichten, so bis 10 kann man die, glaube ich, lesen. Es sind wirklich so Mädchenbücher, so kleine Mädchenbücher, sage ich jetzt mal. Und aus der Geschichte, also da bin ich einfach raus aus der Nummer jetzt mittlerweile. Deswegen dürfen die auch weichen. Was nicht weichen wird, ist meine Sammlung um die Legende der besonderen Kinder. Band 1, 2, nee, das ist, doch, Band 1, 2, 3 und 4. Und dann habe ich noch die Legenden der besonderen Kinder. Also die Insel, die Bibliothek, die Stadt und der Atlas der besonderen Kinder. Genau, und das hier, das kann man eigentlich auch lesen. Oh, ist das nicht wunderschön. Kann man auch lesen, wenn man mit den besonderen Kindern überhaupt nichts am Hut hat, weil das sind nämlich so Märchen, die nur in dem Universum spielen und die einem eigentlich immer so eine Moral vermitteln, ne? Wie das halt so ist, dass wir uns alle lieb haben sollen. Und die Insel der besonderen Kinder, ich zeige euch mal trotzdem die Cover, die sind auch mit so alten Fotos versehen. Da geht es eben um den jungen Jacob und der hat seinen Großvater verloren. Und er weiß von Jacob, er weiß von seinem Großvater noch, dass er immer so gruselige Geschichten halt erzählt hat. Und wird halt von seinen Eltern halt auch von als verrückt abgetan. Und eines Tages wird halt der Großvater ermordet und Jacob trauert natürlich und will herausfinden, was passiert ist. Und dabei stößt er auf das Tor, das zur Insel der besonderen Kinder führt. Und da trifft er eben auf Kinder, die ganz besondere Fähigkeiten haben, die anders sind und die in Gefahr schweben. Und denen möchte er halt helfen. Beziehungsweise, er ist so die Hoffnung der Kinder. So, ja. Ich liebe diese Reihe und ich habe die jetzt auch schon 2-mal gelesen. Also den neuen habe ich jetzt noch nicht 2-mal gelesen, aber Band 1 und 2, sehr toll. Ja. Genau, weiter geht's mit
Oh mein Gott, wollt ihr da jedes Cover sehen? Die Chronik der Unsterblichen, Band 1 bis 14. 15, 16, 17 liegt separat, weil 15 und 16 habe ich gerade erst gelesen und 17 ist gerade neu eingezogen. Und zwar haben wir die Apfelprinzessin. Asche, Schnee und Blut. Ich zeige euch die jetzt, weil ich sie so wunderschön finde. Der schlafende Tod. Der Gesang der Sirenen. Der goldene Apfel. Die meisten Bücher haben immer nur so zwischen 100 und 150 Seiten maximal. Der Tanz der verlorenen Seelen. Das Aschemädchen. Dornen, Rosen und Federn. Die verbotene Farbe. Der ist ein bisschen dicker, weil das Jubiläumsausgabe war. Der schwarze Spiegel. Träume aus Gold und Stroh. Das Mondmädchen. Und die vergessenen Sieben. Und dann ist hier so ein Cut. Das ist nämlich die Staffel 1. Da will ich auch eigentlich den Schuber haben, damit ich die ja alles so... Also wenn ich mal von Sternensand Verlag bestelle, dann werde ich mir den Schuber dazu bestellen. Und dann geht es weiter eben mit der 14, der Sohn des Drachen. Und im Endeffekt geht es in der Geschichte, es ist eine ganz, ganz große Märchenadaption. Es geht im Endeffekt darum, dass Schneewittchen eigentlich böse ist. Und wir ergründen, warum sie böse ist. Und das ist halt über drei Zeitebenen erzählt. Also das war jetzt die Kurzfassung. ja, dann habe ich hier den ersten Band, Der Fluch der sechs Prinzessinnen. Band 2, 3 und 4 wohnen hier schon. Band 2 und 3 habe ich auch gerade erst gelesen. Der vierte Band, den möchte ich diesen Monat noch lesen, also im Dezember. Ich weiß noch nicht, wann ihr das Buchregal-Video seht. Und den fünften Band habe ich jetzt dann schon vorbestellt und das ist dann auch der finale Band. Und hier geht es im Endeffekt um sechs Schwestern, die von der bösen Stiefmutter verflucht wurden. Und alle sechs Schwestern wurden an verschiedene Orte verbannt mit einem Rätsel. Und die müssen herausfinden, ja, was hier eben los ist. Ich bin mal gespannt, weil es sind nur fünf Bände, aber es sind ja sechs Schwestern. Und in diesem ersten Band geht es um dieses Märchen der Schwanenprinzessin, was ich aber nicht so gut kenne. Und hat mir sehr gut gefallen. Aber der zweite hat mir bis jetzt am besten gefallen. Und dann gab es von Amazon mal hier so ein Geschenk zum Welttag der Kinder irgendwie. Es war einmal neue und klassische Märchen. Und ich bin froh, dass ich da noch eine Ausgabe ergattert habe. Ich glaube, das E-Book und das Hörbuch bei Audible ist immer noch kostenlos. Und das ist im Endeffekt einfach nur so eine Märchensammlung bekannter Märchen. Also bekannte Stars und Autoren haben da ihre Lieblingsmärchen hier reingeschrieben und haben eben auch geschrieben, warum jetzt das zum Beispiel ihr Lieblingsmärchen ist. Und dann gibt es entweder eine alte, hier zum Beispiel, ne, gibt es entweder eine alte Fassung oder eine neue Fassung. Wobei mir die alten Fassungen dann immer noch am besten gefallen haben. So, viel haben wir gar nicht mehr für dieses Buchregal. Ich musste jetzt nur mal eine Trinkpause machen, weil man redet sich so den Mund fusselig, wenn man so viele Buchregal-Videos dreht. Aber heute ziehe ich es durch, habe ich beschlossen, sofern mein Kreislauf mitmacht. Und zwar, ja, haben wir hier auch eins meiner allerliebsten Märchengeschichten-Adaptionen. Der Kinderdieb von Brom. Und das ist eine Peter Pan-Adaption. Es ist auch kein Kinderbuch, muss ich dazu sagen. Es ist wirklich sehr, sehr gruselig. Und es geht halt einfach darum, dass Peter Pan halt einfach ein Kindesentführer ist. Und dass man sich das auch mal zu Gemüte führen muss und kann. Und er das aber damit entschuldigt, dass das ja Kinder sind, die aus schlechten Umständen kommen. Also entweder kaum zu essen haben oder Gewalt in der Familie erfahren oder solche Sachen halt, ne? Ja, ein großartiges Buch, kann ich nur empfehlen und ich bin auch froh, dass ich die schwere Hardcover-Ausgabe habe. Dann habe ich ein paar Drachenmond-Bücher, wo auf Anhieb irgendwie nur eins stehen bleiben wird. Und zwar habe ich hier einmal Aschenkindel. Ja, Aschenkindel, ne? Von Hallo Summer, das ist einfach eine Aschenbrödel-Adaption, die mir nur halb so gut gefallen hat.
weil ich einfach mit diesen Fantasy-Wesen da drin nichts anfangen konnte. Und ich konnte auch mit dem Humor nichts anfangen. Es war für mich irgendwie das Märchen ein bisschen so durch den Kakao gezogen. Und dann sind da irgendwelche Wesen aufgetaucht, so ein Glücksdrache. Aber nee, es war kein Glücksdrache. Das ist die unendliche Geschichte. Aber so in der Art habe ich es mir dann vorgestellt. Und Drachenwurm oder irgendwie sowas hieß das Teil. War jetzt irgendwie nicht so mein Fall. Dann Lynn Renas Animant Crumbs Staubchronik. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Ich habe das so geliebt. Und hier geht es nämlich um Animant Crumb und um London um 1800, glaube ich. Ich spicke noch mal ganz kurz, bevor ich in England 1890. Und ja, die wächst eben wohlbehütet auf. Und die Mutter hätte halt gerne, dass sie sich für Männer interessiert und Benimmunterricht nimmt und lauter solche Sachen. Und sie pfeift aber darauf, sie liest lieber ihre Bücher. Kenne ich irgendwoher. ich sollte zwar nicht verheiratet werden, aber ich wollte auch immer nur lesen. Und sie geht dann eben nach London zu ihrem Onkel und arbeitet dort in einer in der Stadtbibliothek für einen sehr kauzigen Menschen und erlebt eben da ihre Abenteuer. Und eigentlich sind es keine Abenteuer, eigentlich passiert das ganze Buch über nichts, aber es ist so schön. Es hat so Spaß gemacht zu lesen. Also ist, glaube ich, auch das einzige Buch, wo nichts passiert, was mir richtig gut gefallen hat. Ja, dann habe ich hier zwei so Geschichtensammlungen, die ausziehen dürfen, weil einmal hinter Dornenhecken und Zauberspiegeln und einmal hinter Hexenwäldern und Feentürmen. Ein Buch hat mir besser gefallen als das andere. Ich glaube, es war das Blaue. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Und zwar sind das alles Autoren, Fantasy-Autoren, die auch so einen Namen haben, so wie also die man auch wirklich gut kennt, Nina Blachon und Christoph Marzi und Julia Adrian und so, ne? Das Problem war aber, ich habe mir wirklich so eine Märchensammlung erhofft, so von modernen Adaptionen und ich fand das irgendwie, also ich hatte teilweise das Gefühl, dass wenn man noch nichts von den Autoren gelesen hat, dass man da in so High-Fantasy-Geschichten reingeworfen wird, wo einem auch was fehlt. Also ich konnte mich da nicht auf die Geschichten einlassen. Mir haben die auch nicht alle gefallen. Und ja, die werden auf jeden Fall das Haus verlassen. So, dann habe ich hier noch Sisu von Isabel Kritzer. War jetzt auch nicht so schlecht, aber war auch nicht so mega gut. Muss ich so sagen. Hier geht es um auch, das ist so eine Art Alien-Geschichte. Es ist so komplex, ich kann das gar nicht wiedergeben. Steht halt auch auf dem Klappentext nicht so viel. Es geht um drei Galaxien, fünf Welten, sechs Völker und ein letzter Kampf. Es war schon nicht so schlecht, aber es war halt auch sehr komplex und irgendwie, ich würde es jetzt, denke ich, nicht nochmal lesen wollen. Raus. Dann von Kate Morton. Wir wandern wieder ein Regalfach nach oben. Von Kate Morton, Der verborgene Garten. Das darf hier wohnen bleiben, weil ich das irgendwann wieder lesen möchte, weil es mir so gut gefallen hat. Ist auch ein ganz schöner Oschi. Wir kommen jetzt auch so zu, ich sag mal, historische Romane vielleicht. Hier geht's genau um einen, es ist halt auch so wie Lucinda Riley. Um mehrere Zeitepochen. Ich weiß nämlich nicht mehr genau, wie das war. Geht um mehrere Zeitepochen und da entdeckt sie halt irgendwie durch ein Erbe so einen geheimen Garten und auch so eine, geht auch um so eine tragische Liebesgeschichte auch und um Ungerechtigkeit und ja, das fand ich echt richtig toll. Dann von Jeffrey Archer, das ist der erste Band der Clifton-Saga, habe ich als Hörbuch gehört, möchte ich irgendwann mal weiterhören, auf jeden Fall. Und ja, hier geht es um Henry, glaube ich. Und Henry ist der arme Junge eines Hafenarbeiters, der verstorben ist. Und ja, er ist aber halt schlauer als seine, als sein, also... Es ist ja so, dass früher die Armen halt nicht zur Schule gehen durften und so weiter und so fort. Und Henry ist aber unglaublich schlau und kann gut singen. Und er hat halt trotzdem die Möglichkeit, durch ein Stipendium eine gute Schulbildung zu bekommen. Und ja, da kommt er halt mit reichen,
also mit Schülern aus besserem Hause halt in Berührung. Und da trifft er eben auch auf die Vergangenheit seiner Eltern, die nicht so toll ist. Also es ist sehr komplex, aber auch sehr gut. Also mir hat's, also wenn ich es jetzt lesen würde, fände ich es langweilig, aber als Hörbuch hat es mir halt so gut gefallen. Und ich möchte das hier im Regal stehen haben. Dann haben wir hier die Wanderhure. Das Mädchen, das sehr, sehr ungerecht behandelt wurde. Da geht es um eine Frau, die kommt eigentlich aus gutem Hause und soll verheiratet werden. Und ich glaube, die ist vergewaltigt worden. Und die sollte aber an jemanden verheiratet worden werden, der den Vater quasi bescheißen sollte, sage ich jetzt mal so. Und aufgrund dessen, ja, ist er halt vergewaltigt worden und dann ist er wieder zurückgeschickt worden oder beziehungsweise dafür bestraft worden, dass sie halt jetzt keine Jungfrau mehr ist, ne? Und so musste sie halt keine Bezahlung, musste der Typ halt keine Bezahlung an den Vater halt abgeben und keine Ahnung, sie verdingt sich halt ihr Geld an, als Wanderhure, weil sie ist halt dann geächtet und sie rächt sich dann. Sehr gutes Buch. Ich habe die Reihe allerdings nicht fortgesetzt. Dann die Bücherdiebin, ja, von Markus Zusack, auch ein wahnsinnig tolles Buch, wo es eben um die Kriegszeit geht und wir lesen eben hier aus der Sicht des Todes, der eben über, wie heißt sie, Liesel heißt sie, glaube ich, ne? Liesel, genau, die ganz viel in ihrem Leben verloren hat und es geht eben auch um Judenverfolgung und so weiter und so fort und es ist so ein tolles Buch. Es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ich habe ja auch was ganz anderes bekommen, als ich erwartet habe, aber es war wunderschön. Ja. Und dann Die Vergessenen von Ellen Sandberg. Ich denke, das kann jetzt auch mal ausziehen, weil ich würde es, denke ich, nicht nochmal lesen wollen, auch wenn es mir gut gefallen hat. Genau, 1944. Katrin Mendler tritt eine Stelle als Krankenschwester an und meint, endlich ihren Platz im Leben gefunden zu haben. Als die junge Frau kurz darauf dem charismatischen Arzt Karl Landmann begegnet, fühlt sie sich unweigerlich zu ihm hingezogen. Zu spät merkt sie, dass Landmanns Arbeit das Leben vieler Menschen bedroht, auch ihr eigenes. Es war wirklich gut. Also es war so ein Thriller, der sich über mehrere Zeitebenen erstreckt. Und aber ich denke halt einfach nicht, dass das nochmal was ist, was man jetzt nochmal liest. Jo. Und dann kommen wir zum letzten Regal und das ist, denke ich, schnell erzählt. Hier habe ich einmal hier die Reihe von Diana Gabaldon, Feuer und Stein, die Highland Saga, Band 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Bände habe ich hier. Und ich möchte die mir irgendwann mal einheitlich zusammensammeln und austauschen, weil ich habe hier von ausgenudelt über Bertelsmann-Ausgaben eine Hardcover, die ich mal vom Flohmarkt günstig erstanden habe und keine Ahnung. Und ich möchte die halt einfach alle einheitlich haben, weil ich die Reihe sehr, sehr, sehr liebe. Und in der Highland Saga geht es um Claire Randall, die mit ihrem Vater, sag ich schon, mit ihrem Ehemann Frank in den zweiten Flitterwochen nach dem Krieg halt ist. Sie hat dort als Krankenschwester gearbeitet und auch Frank hat gedient und so weiter und so fort. Und ja, es ist dann jetzt mal Zeit für zweite Flitterwochen. Und ja, sie gehen in die Highlands und da kommt sie in einen Steinkreis und wird ins Mittelalter zurückkatapultiert und lernt dort Jamie Fraser kennen. Und ja, dann nimmt die Geschichte dann ihren Lauf. Dann habe ich hier Ken Follett's Die Säulen der Erde. Das habe ich als Hörbuch gehört und das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Das ist noch die Ausgabe von meiner Mama. Das ist eine Uraltausgabe. Und hier geht es eben um den, ich krieg's nicht mehr zusammen, es ist so, ich zeige euch mal, wie dick das ist. Das ist hier die Uraltausgabe. Es geht auf jeden Fall um den Kathedralenbauer. Es hat über 1000 Seiten, 1115 Seiten und wirklich kleine Schrift. Dass ich das überhaupt gehört habe, so lang, so viele Stunden, um den Kathedralenbauer. Und es geht natürlich um Klassenunterschiede und ich krieg's wirklich nicht mehr zusammen. Entschuldigt mich. Es ist schon so lange her. Und dann, oh Gott, mein Regal fällt fast um. Das ist nämlich, steht nämlich hier so in der Ecke. Und oh weh. Dann Glück und Glas von Lilly Beck. Und das hat mich auch begeistert.
Müsste ich aber nochmal lesen. Ist auch so ein Buch, habe ich komplett vergessen. Also ist auch so historisch und genau, es geht um, ach Gott, war das schön. Ja, das geht um zwei Freundinnen, 1945. Zwei Freundinnen, die zusammenhalten wie Pech und Schwefel. Sie kommen aus völlig unterschiedlichen Klassen. Die eine wohlhabend, die andere arm. Und die Frauen lernen sich halt nur kennen, also sie sind gleich alt, die Mädels. Und die Mütter von ihnen, die kennen sich halt nur, weil die im gleichen Krankenhaushalt gebären oder geboren haben. Und die wachsen halt auf wie Schwestern und ja, aber irgendwann macht halt der Klassenunterschied auch vor ihnen nicht halt, wie es halt leider immer so ist. Und das war so schön, das ist echt schön, das will ich nochmal lesen, oh mein Gott. Und auch dieses will ich nochmal lesen. Hier geht es zwei halbe Leben von Rebecca Stephan und das Buch ist auch so wundervoll. Ich glaube, das war auch Kriegszeit und bei einem Bombenangriff wurden zwei fremde Menschen quasi verschüttet, aber auch gerettet. Und ich glaube, also sie führen zwei völlig unterschiedliche Leben. Sie fühlen sich sofort zueinander hingezogen. Und die werden halt gerettet und eigentlich sollten sie jetzt mal was miteinander anfangen und glücklich sein. Aber das passiert halt einfach nicht aus gewissen Umständen, Lebensumständen. Und ich glaube, die schließen auch so einen Pakt, dass sie sich immer mal wieder treffen. Einmal im Jahr an einem bestimmten Tag werden sie für nur 5 Minuten an einem vereinbarten Treffpunkt auf den anderen warten. Sollten sie sich dann dort begegnen, werden sie es tun, ihr Leben ändern und zusammen sein. Ja, es ist eine so, so schöne Geschichte, kann ich euch empfehlen. Ja, das war jetzt mein, ich glaube, 4. oder 5. Regalvideo. Ich habe keine Ahnung, ich rede einfach und rede. Und ich hoffe natürlich, ihr hattet ganz viel Spaß mit meinen Märchenbüchern, Fantasybüchern, historischen Romanen. Ich konnte jetzt nicht zu allem eine Kurzrezension drehen und ja, ich hoffe, wie gesagt, ihr hattet viel Spaß. Wenn ja, dann zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben und wenn ihr wollt, dann könnt ihr bald zum 5. Teil meiner Bookshelf-Tour einschalten. Ja, bis dahin, lasst es euch gut gehen, habt's fein und tschüss!